So, willkommen zu einer neuen Folge. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben Gäste da, die möchten wir gerade mal zeigen. Das ist die Shania, die da mit den Händen. Das ist der Thomas da mit dem Greenscreen auf dem Bauch. Das ist Ramses der Dichte. Der hat gedacht, wenn man da einen Greenscreen anzieht, dann kann man den Bauch entfernen und kann da einfach ein Brad Pitt dran machen. Aber wir haben noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Immer noch in der fast halb leeren Wohnung und eigentlich habe ich gerade Räder Mittwoch exportiert, aber danke Marius! Wie danke Merkel, das ist das neue danke Merkel, danke Marius, ne? Crazy O. Es gab Probleme. Und deswegen gibt es Räder Mittwoch am Donnerstag und da tun wir schnell mal die Lücke füllen mit Rigi Eklig, denn Rigi Eklig erscheint in Top Raids am Sonntag und das wird wohl dann bei uns irgendwie auch so ablaufen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr in Hibu bin. Ich wohl in Meiningen dann, weil Ostersonntag ist, versuche Iliki-Raids zu machen vor Ort. Ich weiß noch nicht wann, ob man um 11 einen Livestream macht und um 14 Uhr dann ein Video. Kommt auf die Verteilung an, die weiß man jetzt noch nicht. Die ist ja wieder erst einen Tag davor. Ihr kennt das Prozedere ja vielleicht noch von Rigi Drago, aber ich habe es jetzt noch gar nichts gesagt, dass das kommt. Deswegen machen wir kurz mal ein Video. Hier ist auch so ein bei YouTube war es hochgeladen von der Pokémon Go Company. Wir gucken uns mal kurz dieses Video an, was hier gepostet ist. Top Raids! April 9, 2023. Der neue Spider-Man-Movie in den Kinos. Genial. Ja, das war kurz und knackig und hat auf jeden Fall voll reingescheppert. Trainer, seid ihr bereit für eine elektrisierende Herausforderung? Tretet mit eurem Team bei Top Raids gegen Rigi Eliki an. Ist das schwerer oder leichter als Rigi Drago? Weil Rigi Drago konnte man ja auch zu zweit ganz gut machen. Was sagen die zwei Experten, die hier sitzen? Das war etwas schwerer. Schwerer. Was sagt die Experterine? Keine Ahnung. So haben sich die Leute vorbereitet. Aber habt ihr Rigi Drago Raids gemacht? Macht ihr Rigi Eliki Raids? Das war ja mal so, ich habe eigentlich Koordinaten gepostet von Arena, wo ich hingehe, wo ich anfange und habe mich auf die Community verlassen, dass die dann auch da sind und im Livestream verfolgen, von welcher Arena zu welcher Arena man geht. Und wir vor Ort und ihr aus der Ferne geholfen habt, weil man kann ja dazu nicht einladen. Das hat super funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist in einer fremden Stadt, wenn man gar keine Koordinaten hat. Ich mich nicht auskenne, Pupsi sich nicht auskennt, niemand sich auskennt, für euch alles neu ist, ob das funktioniert oder nicht. Es ist wie immer, es gibt also drei Termine am Sonntag, dem 9. April um 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr, je nach Aufteilung. Da würde ich halt einmal für mich selber spielen, einmal einen Stream machen, einmal ein Video, dass man das auch mal sieht. Direkt, was man da jetzt genommen hat und dieses Erlebnis, aber auch versuchen wieder drei oder vier Raids in dieser halben Stunde zu machen als Stream. Es wird auch wieder eine befristete Forschung geben. War ja beim letzten Mal auch so, da gab es eine Forschung im Heute-Tab und wenn ihr die dann abgeschlossen habt, habt ihr für Rigi Eis, Steel und Rock Bonbons bekommen. Eigentlich müsste ich ja nur vorlesen, was da steht. Trainer, die einen Top-Raid bestreiten, können an einer exklusiven befristeten Forschung teilnehmen. Diese Forschung kann nur einmal erhalten werden, schließt die Forschung ab, um Regirock-Bonbons, Regi-Eis-Bonbons und Regi-Stil-Bonbons zu erhalten. So, fand ich eigentlich ganz cool beim letzten Mal, aber ist jetzt auch nicht sowas Besonderes. Was sind Top-Raids? Da steht es auch nochmal. Top-Raids sind eine schwierigere Variante der regulären Raid-Kämpfe. Man beachte beim letzten Mal, also zwei Trainer haben gereicht. Sie entstehen aus besonderen Raid-Eiern, die 24 Stunden brauchen, um zu schlüpfen. Was manchmal auch die Leute nervt, da das halt dann diese Arenen natürlich blockiert. Wenn du jetzt nur eine Arena hast und an dieser einen Arena ist ein Top-Raid-Ei, dann hast du 24 Stunden, kannst du einfach nichts machen. Aber das kommt ja eh nur an Ex-Raid-Arenen in grünen Anlagen und Parks und alles und deswegen ist das jetzt nicht für jede Arena so. Sobald das Raid-Ei geschlüpft ist, kann der Top-Raid-Boss für 30 Minuten herausgefordert werden. Allerdings müsst ihr dafür persönlich vor Ort sein. Trommelt eure Freunde zusammen und stellt euch auf einen epischen Kampf ein. Warum das nur 30 Minuten sind, weiß ich jetzt, geht mir auch nicht in die Birne rein, weil normale Raids habt ihr 45 Minuten Zeit. Das ist ja auch viel besser, wenn ihr gerade an so einem Tag rumziehen wollt, eine kleine Tour machen wollt, um von A nach B zu kommen.
gerade X-Ray-Arenen sind meistens auch noch weiter auseinander. Ihr könnt ja nicht von Arena zu Arena wie in einer Raid-Stunde. Ihr müsst, wäre dann vielleicht schon auf Verkehrsmittel angewiesen. Und dann fahrt ihr von einem zum anderen, dann ist er schon wieder weg, weil es eine halbe Stunde dauert. Wie das jetzt die Leute zusammenbringen soll, weiß ich nicht. Einladen dürft ihr nicht, ihr müsst vor Ort. Aber bei X-Raids war es damals wenigstens so, für eine Arena gingen Einladungen raus. Und alle sind um diese Zeit zu dieser einen Arena. Und dann hast du Leute dort getroffen, die du sonst nicht siehst und ihr euch connecten könnt. Aber jetzt sind ja um 11 Uhr an, sagen wir mal, 10 verschiedenen Arenen in eurer Stadt diese Raids. Und dann führt euch das ja in dem Moment gerade erstmal nicht zusammen, weil die einen sind halt am Friedhof, die anderen sind am Schwimmbad, die anderen sind am Theater. Und bis die dort sind und die da und da dort, verpassen sich alle, treffen sich gar nicht. Bringen also jetzt nicht so erstmal zusammen auf den ersten Blick, wie das eigentlich vielleicht gedacht werden soll. Trotzdem freue ich mich drauf, es ist wieder was Neues, ist, denke ich mal, dann auch gutes Tauschmaterial, da nicht jeder die Möglichkeit hat, so einen Top-Raid zu machen. Manche haben halt wirklich keine Mitspieler, keine Möglichkeiten oder nicht mal eine X-Raid-Arena, wo das auch nicht erscheint. Ich habe 6 Regidrago-Raids gemacht beim letzten Mal. Ich habe, glaube ich, nur noch ein einziges Regidrago übrig mittlerweile. Die anderen sind alle weggegangen bei Lucky Trades. Jetzt bei Regi Eklig, Eliki, werde ich das vielleicht auch so dann nutzen, da ein paar Leute aus der Community zu beglücken, die eben nicht die Möglichkeit hatten. Hast du Bock, Thomas? Ja, Mann. Hast du Bock, Jenna? Ja. Jenna freut sich immer, ne? Ja. Mal gucken, ob das tolles Pokémon-Feeling bringt oder wieder noch komischer ist, ja. Weil das heißt, dass so gut wie fast jeder drauf verzichten muss. Außer die Spoofer an den Hotspots und die Leute mit funktionierender Community, wo noch viele Leute spielen. Aber bei vielen gibt es eben keine Community oder keine Community mehr. Was ist eure Meinung zu den Top-Rates immer noch? Freut ihr euch auf Regi Eliki? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out vor Ort. Euer Ramses. Und Raid am Mittwoch am Donnerstag. Wenn wir bei der goldenen Abschlussmeile sind mit Hannes und Shenaya und Thomas und der Fahrer und eigentlich Timo, aber der kann jetzt doch nicht. Aber der will am Karfreitag beim Ostergrillen dabei sein. Ciao.